potentia sancti Evangelii secundum Lucam. In jener Zeit stieg Jesus mit den 12 Aposteln den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen. Und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyros und Sidon strömten herbei. Jesus richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen. Wenn sie euch beschimpfen und euch in Verruf bringen, um des Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, denn euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Aber weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt keinen Trost mehr zu erwarten. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Weh euch, wenn euch alle Menschen loben, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Verbum Domini, laus tibi Christe. Draußen vor der Tür habe ich schon die Menschen begrüßt, die uns über das Internet verbunden sind. Jetzt begrüße ich auch noch einmal die Streamer, die sich heute Morgen schon, wie ich gehört habe, um 6:45 zusammengerottet haben, um den Wagen zu beladen und hier alles aufgebaut haben und hier mit ihrer ganzen Professionalität also da sind, um ihnen diese Verbindung zu ermöglichen. Ich begrüße die Gäste, die heute hier sind, vielleicht schon auch, um eine kleine Wallfahrt zum heiligen Valentin zu machen, der morgen sein Fest hat. Und ich begrüße Sie, die Einheimischen. Gut, dass Sie da sind. Und ich bin immer wieder begeistert, wie schön das ist, dass Sie die Antworten kennen, dass Sie mitbeten können. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, liebe Schwestern und Brüder. Am Freitag vor einer Woche gab es Zeugnisse. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Also so wie ihr da sitzt, war das bestimmt ein guter Tag, oder? Und alle haben euch gelobt? Ja? Gut. Zeugnisse kann aber auch schwierig sein, weil manchmal sind da so Ergebnisse dazwischen, die nicht so hundertprozentig zufriedenstellend sind. Darum sind Zeugnisse bei den Schülerinnen und Schülern auch immer etwas gefürchtet. Und vorweg geht dann schon langsam die Paranoia los, welche Note kriege ich? Sie müssen uns noch die Note sagen, das ist immer ein wichtiges Thema vorneweg. Sie haben uns noch nicht die Noten gesagt. Für die Eltern ist bestimmt auch nicht leicht, ihr seid jetzt in der 4. Klasse, da kommen die Empfehlungen fürs Gymnasium und so ein Zeug, ja? Auch nicht so. Ja? Für die Eltern, die haben auch Erwartungen an die Kinder, und müssen dann irgendwie zusehen, wie sie so die Kurve kriegen zwischen ihren eigenen Erwartungen und der Leistungsbereitschaft
der Sprösslinge. Ja, normalerweise haben wir Glück, aber manchmal ist es auch ein bisschen schwierig. Oder es gibt mal so ein Jahr, wo man verzweifeln könnte. Nun denn. Die meisten denken nicht so stark darüber nach, dass es auch für die Lehrer ein schwieriger Tag ist. Weil, also, man will ja niemanden ungerecht beurteilen. Und da gibt es natürlich die schriftlichen Ergebnisse, das steht ja dann einmal da, aber dann muss man auch noch mündlich bewerten. Und wenn man das dann geschafft hat, diese ganzen Bewertungen durchzuführen, und dann gibt es ja immer noch so ein pädagogisches Moment, ja, wo man dann sagen wird, ja, ich verstehe, also wenn ich jetzt dem noch eine schlechte Note gebe oder der, dann geht es noch tiefer in den Abgrund hinein. Aus pädagogischen Gründen. Als ich angefangen habe, Lehrer zu sein, konnte ich das nicht so richtig einordnen. Aber je länger ich dabei bin, desto leichter fällt mir das zu verstehen, was das zu bedeuten hat. Aus pädagogischen Gründen braucht jemand eine Ermunterung. Es ist an den Lehrern zu ermahnen, Grenzen aufzuzeigen, aber auch zu ermutigen. Und Jesus tritt uns heute als Lehrer gegenüber. Selig seid ihr, das ist der leichte Part. Loben ist immer gut. Aber ermahnen schmeckt weder dem Lehrer noch denen, zu denen gesprochen wird. Das ist nicht schön. Und wir möchten es auch nicht hören, weh euch. Obwohl wir es im Alltag oft machen. Wir setzen Grenzen. Wir ziehen eine Linie, rote Linien, das ist auch so ein Wort, das oft gebraucht wird, bis hierhin und nicht weiter. Lukas stellt sich diese Herausforderung, die schwierigen Worte Jesu zu überliefern. Er spricht davon, dass Jesus ermuntert, aufrichtet, anspornt. Er spricht aber auch davon, dass Jesus Linien zieht. Die gehören dazu und die nicht. Aber wie das bei Jesus so üblich ist, das ist nicht so konkret, wie wir das uns vielleicht manchmal wünschen würden. Wenn du dich fünfmal meldest, dann kriegst du eine bessere Note. Sondern es ist diffus. Und dieses Diffuse ist das Charmante an ihm. Weil er eben nicht so hundertprozentig klar ist, dass man sagen kann, genau so ist es. Es ist unheimlich viel Interpretationsspielraum dabei. Und damit liegt der Ball erst einmal bei mir. Bin ich bereit, das, was er sagt, zu hören? Bin ich bereit, Konsequenzen zu ziehen aus dem, was er sagt? Vielleicht an jedem Abend mich kritisch hinzusetzen und zu sagen, zu welchem meiner Verhalten, die ich heute an den Tag gelegt habe, würde Jesus sagen, selig bist du und mich ermuntern, in dieser Spur weiterzugehen? Oder wo würde er sagen, weh dir, wenn du so weitermachst, dann gehörst du nicht zu mir. Das ist aber keine Sache, die jetzt von irgendjemand außen gesagt wird, sondern es ist auch etwas von innen. Natürlich ist man klug beraten, mitzubekommen, was von außen gesprochen wird. Aber letztlich ist es eine Begegnung zwischen Christus und mir in meiner Seele. Weh dir, selig bist du. Ermuntert mich Christus, auf dem Weg seiner Tugend zu gehen? Oder verbietet ihr mir Wege? Sie wissen, wo ihre Wege sind. Sie wissen vermutlich ziemlich genau, aus welchen Quellen sie sich speisen, wo sie unterscheiden müssen zwischen Gut und Böse. Was kann ich mir zumuten? Was tut nicht mir gut, sondern was tut meinem Leben mit Christus gut? Was dient meiner Bestimmung, die von Gott herkommt? Kann ich mir alles anschauen? Darf ich mir alles zu Gemüte führen? Oder gibt es da auch rote Linien?
wo ich sage, um Christi willen werde ich da nicht mitmachen. Im Beruf, im Konsum von Medien, im Privatleben. Nicht alles ist verboten, aber ist alles, was erlaubt, ist auch gut? In diesen Fragen bin ich froh, dass ich in einer Gemeinschaft aufgehoben bin. Einmal in der Gemeinschaft der Priester, zu der ich gehöre, in der Gemeinschaft hier vor Ort, in unserer Pfarrei, in der großen Kirche weltweit. Das gibt mir zusätzliche Kriterien an die Hand, wie ich mich entscheiden soll. Bin ich hier in unserer gewissen Saturiertheit auch richtig aufgehoben? Oder ist doch eine Kraft, zum Beispiel, wenn ich an die Mitbrüder aus Burundi denke, die bei uns in der Gemeinschaft so eine explosionsartige Vermehrung haben, ist das nicht eine Ermunterung, die ich auch brauche, damit ich nicht mutlos werde? Kirche ist ja, Gott sei Dank, weltweit. Sind die Kriterien, die ich mir gewählt habe, ausreichend, damit ich auch herausgefordert bin, ein Leben der Nachfolge zu gehen? Lasse ich mich von Christus her und von der Gemeinschaft der Kirche irritieren? Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, komme ich nicht gut weg. Ich bin schon bei den Reichen. Und keiner von uns wird vermutlich sagen, dass er hier bei den Hungernden ist, die selig sind. Und zu einfach ist es zu sagen, ich spiritualisiere das auf irgendeinen Hunger der Seele. Hier geht es auch um das Konkrete, um das Leiden der Schwestern und Brüder. Nehme ich mir die Zeit, ehrlich Rechenschaft vor Gott abzulegen? Irgendwann werde ich ihm gegenüberstehen. Dann wird er mir zeigen, wo ich die roten Linie überschritten habe. Dann wird es die Frage gestellt werden, ob ich versetzt werde, ob ich ein Empfehlungsschreiben habe für die Ewigkeit. Gut, dass der Richter, der mir gegenübertritt, mir menschlich gegenübertritt. Gut, dass er mich nicht nur nach ewigen Kriterien unterscheidet, sondern unter voller Würdigung meiner Menschheit. Darum gehe ich vertrauensvoll dieser Begegnung entgegen, ohne Angst, aber wohl mit Beklemmung. Wer weiß, was da alles ans Licht kommt. Aber er wird, so hoffe ich, sagen, komm, nimm teil. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gelobt sei Jesus Christus.